So, hallo lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin erst vor kurzem nach Hause gekommen. Ich habe hier gestern mit den Kindern bei meiner Mutter übernachtet. Ja, war jetzt in der Badewanne und mache jetzt ein bisschen Haushalt. Die Kinder sind schon wieder draußen mit den Kumpels am Spielen. Ja, und ich dachte mir, ich mache jetzt ein bisschen zu Hause erstmal Ordnung und ja, wie gesagt, war jetzt auch gerade ein bisschen baden. Und ja, ich dachte mir, ich nehme euch heute wieder so ein bisschen mit und wünsche euch immer ganz viel Spaß bei meinem Video. Ja, und ich wollte mich nochmal bei euch allen bedanken, die mir gestern auch unter meinem Video so viele lieben Kommentare dagelassen haben und Tipps und ja, wie auch immer. Danke, danke schön. Ja, ich versuche halt das Beste draus zu machen. Ich habe heute auch ein paar Nacken Verspannungsübungen gemacht. Das hat richtig gut. Ich habe hier auch richtig hier in diesem Bereich richtig über Schmerzen. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt am 27.04. einen Psychologentermin. Ich kann irgendwie zurzeit auch nicht so viel essen. Irgendwie ist mir auch übel und ja, ich fühle mich todkrank, aber ich habe ja nichts, ne? So denke ich mal. Ja, egal. Würde ich einfach sagen, lade ich jetzt meine Kamera auf, nehme meine Vitamine ein und mache Musik an und versuche hier ein bisschen Klarschiff zu machen. Genau, würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei meinem Video. So, ich habe jetzt eine Wäsche angemacht, Katzenklo gewechselt. Ja, ich muss hier gleich auf jeden Fall auch nochmal durchwischen, durchsaugen. Die ganze Wohnung muss ich durchsaugen. Das bringe ich auch gleich alles erstmal runter. Ich kann mir diese Ecke nicht mehr angucken. Ja, Wohnzimmer ist auch sauber. Ich muss hier nur noch auch saugen, wischen. Ja, und Schlafzimmer habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Muss ich auch hier vom Bett ein paar Sachen wegräumen. Draußen ist an sich wieder richtig, richtig schön. Vielleicht gehe ich gleich. Also ich zwinge mich jeden Tag rauszugehen, dass ich einfach abgelenkt bin und ja, unter Menschen bin, dass ich halt nicht in diese Depression verfalle oder in meinen Angstzuständen. Ja, gestern war das wieder ein kurzer Moment richtig, richtig schlimm. Hatte ich wieder so einen kurzen Moment, hatte ich Angst vor mir selber, so richtig krank einfach. Ich dachte, ich verliere gleich meinen Verstand und dann fing ich an zu weinen und ja, dann habe ich viel meine Schwester, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter gesprochen. Habe ich langsam wieder zu mir gefunden, aber das ist wirklich ein Kampf. Ich weiß, das sind alles nur meine Gedanken, aber ja, wie gesagt, ich kämpfe mich da durch. Und ja, das ist so schön draußen. Ich könnte jetzt einfach hier eine Decke mir hinlegen und einschlafen. Vielleicht höre ich mir auch gleich eine Meditation an. Würde mir, glaube ich, auch ganz gut tun. Am Wochenende habe ich ja kinderfrei. Am Samstag sind die Kinder bei Papa. Vielleicht gehe ich dann auch zu meiner Mama mit Übernachtung. Muss ich mal gucken, dass ich halt auf andere Gedanken komme. Ja, ich chille jetzt erstmal, dann gehe ich saugen, wischen. Meine Mutter muss auch bald zur Putzstelle, deswegen wollten wir eigentlich nur ein bisschen spazieren. Meine Haare sind zwar noch nass, aber ich lasse die jetzt einfach so trocknen. Eine Strähne ist abgefallen. Warum nicht? Scheiße, guck mal, mein eigenes Haar. So ist das, ne? Mit Extensions. Ach ja, und einige haben mich gefragt, woher ich diesen Kajal habe. Habe ich bei Action gekauft. Das ist halt so eine Packung gewesen mit mehreren Farben. Da war rot, weiß, grün, lila, dunkelblau, hellblau, rot. Alles war dabei und ja, ich finde, die malen so richtig, richtig stark und sind weich. Richtig, richtig gut. Genau, ich bin gerade wieder so müde. Ach ja, was mich noch eine gefragt hat, wie traust du dich überhaupt mit so einer Krankheit rauszugehen? Was ist der Fokus? Ja, was soll ich machen? Also ich hatte Tage, habe ich mich ja nicht getraut. Wie gesagt, meine Schwester musste mich an die Hand nehmen und ich bin mit ihr rausgegangen. War am Zittern und ja, wieder in meinem Film, aber was willst du machen? Ich muss hier raus. Wenn ich hier nur zu Hause sitze, ich glaube, ich würde dann noch mal durchdrehen. Und ich merke das halt immer wieder. Desto mehr ich mich da reinsteige, werde ich immer behinderter, sage ich jetzt mal. Also deswegen ist es, glaube ich, wichtig,
Das glaube ich, es ist wichtig bei so einer Krankheit trotzdem alles versuchen zu machen, auch wenn man Angst hat. Zum Beispiel jetzt einkaufen. Ich habe zurzeit richtig, richtig Angst, einkaufen zu gehen, was manchmal auch nicht verstehen können. Und ich selber mir sage, warum hast du Angst davor? Hä? Ich habe es früh geliebt, einkaufen zu gehen, leckere Sachen einzukaufen. Und jetzt ist es für mich ein Horrortrip geworden, weil ich halt die Panikattacke beim Einkaufen hatte. Klar, die Panikattacke kann überall kommen, heißt ja nicht, dass die jetzt beim Einkaufen auch kommt, wiederkommt. Aber mein Gehirn hat sich jetzt so fokussiert und denkt sich, oh Gott, nee, es kann wieder passieren. Und ich bin halt da immer unter Stress. Diese ganzen Menschen und ja, ich bin einfach da so richtig nervös und steigere mich meistens richtig rein. Da muss ich an der Kasse lange warten, bis ich dran bin. Und es ist für mich einfach richtige Überforderung. Aber dennoch muss ich ja einkaufen, ne? Ich muss ja Essen nach Hause holen. Deswegen muss ich das irgendwie überstehen. Ja, heute müsste ich eigentlich auch in den Laden gucken. Vielleicht fahre ich mit meiner Mutter nachher. Oder ich frage meine Mama, wenn sie auch einkaufen muss, ob sie ein paar Kleinigkeiten für mich mit einkauft. Oder ich muss halt mit. Was willst du machen? Ja, mach mir jetzt Musik an und fang an zu saugen. So Leute, ich habe euch gestern gar nicht mehr mitgenommen. Ich bin gestern noch zu meiner Mutter gegangen und mein Großneffe war da. Und ja, wir haben alle da gechillt auf dem Balkon. Und ja, ich habe versucht, mich abzulenken. Wir waren spazieren. Und habe ich auch da wieder übernachtet. Deswegen habe ich die Kamera, ja, vergessen mitzunehmen. Ich bin jetzt nach Hause gekommen, habe mich frisch gemacht, mache jetzt ein bisschen zu Hause was, dann gehe ich gleich wieder rüber. Heute ist ja Karfreitag, mal gucken, wir essen was zusammen oder so, ne? Und ja, dann dachte ich mir, nehme ich euch heute auch wieder so ein bisschen mit. Als erstes wollte ich jetzt Wäsche machen. Ja, habe ich gestern nicht mehr geschafft. So Leute, wir haben es jetzt schon ein paar Tage später. Ja, wie gesagt, ich komme irgendwie gar nicht zum Filmen. Ja, warum, könnt ihr euch ja vorstellen. Mir geht es einfach zurzeit überhaupt nicht gut. Ich habe jetzt einen neuen Hausarzttermin und fahre gleich dorthin. Ich habe gleich einen Termin und ja, ich bin gespannt, was er sagen wird. Wird bestimmt auch dasselbe gesagt, aber ja, egal. Ich wollte einfach meinen Hausarzt wechseln, weil meiner nimmt mich überhaupt gar nicht mehr ernst. Und ja, deswegen dachte ich mir, versuche ich euch heute ein bisschen mitzunehmen. Es tut mir leid, dass es so chaotisch ist, aber ich komme einfach wirklich nicht dazu, weil ich mich selbst nicht aufraffen kann. Ich selbst mit mir kämpfe und ja, ich denke aber, ihr könnt das verstehen. Genau, würde ich einfach sagen, melde ich mich später, wenn ich von dem Arzt wiederkomme. Ich muss schon wieder arbeiten, aber das kotzt mich an. Ich habe es gesehen, ich habe einen Job. Ich darf arbeiten, ich darf Geld verdienen und ich werde der beste verdammte Möbelpacker sein, den dieses Unternehmen Transportpool je. So Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Falls mein Bruder kommt gleich, nee, mein Kumpel kommt gleich und wir fahren zusammen einkaufen. Ja, ist eine große Überwindung für mich, einkaufen zu fahren. Ich weigere mich schon die ganze Zeit, aber ich muss hier. Die Tage war ich auch bei meiner Mutter und so. Aber ich nehme jetzt meine Kraft und gehe einkaufen. Was muss, das muss. Gestern hatte ich wieder eine Panikattacke bei meiner Mutter zu Hause. Jetzt habe ich ja Antidepressiva bekommen von meinem neuen Hausarzt und ich habe jetzt sofort eine morgens genommen. Ich hoffe, die schlagen endlich an und die helfen mir. Ich muss morgens eine Hälfte nehmen und abends von anderen Tabletten, andere Dosis, eine Hälfte nehmen und dann, ja, gucken wir mal, was sich so draus machen wird. Aber ja, wir denken einfach mal positiv. Ach ja, und die Kinder sind jetzt auf einen Geburtstag, deswegen bin ich alleine. Wer hat das mit mir gemacht? Wie oft muss ich Gott noch anflehen? Ist mir dieses Leben gute Nacht? Ich glaube, ich werde mich jetzt von diesem chaotischen Video verabschieden. Es tut mir wirklich so, so leid, dass es so chaotisch geworden ist. Aber ja, was soll ich machen? Also ich bin wirklich nicht dazu gekommen. Aber ich wollte das jetzt auch nicht einfach alles wegschmeißen. Und deswegen dachte ich mir, lade ich das trotzdem hoch. Wie gesagt, ich werde gleich abgeholt. Ich fahre gleich einkaufen und
Ja, vielleicht, wenn ich die Lust dazu habe und körperlich oder psychisch mich gut fühle, drehe ich euch ein Foothole ab, muss ich mal gucken. Genau, trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst mir Feedback da und ich hoffe, bald kommen bessere Tage und dann werde ich auch regelmäßig wieder filmen für euch. Genau, würde ich einfach sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zu meinem nächsten Video. Ciao.